Hallo meine Lieben, schön, dass du wieder beim neuen Video von mir dabei bist. Heute testen wir einen Haufen von neuen Make-up und ich würde sagen, ich wünsche dir viel Spaß beim Video und wir legen gleich los. Ich mache mal meine Haare zur Seite. Ich teste heute auch mal diese, die war ja in der Glossy Box dabei, die Avant Perfecting Collagen Primer Tusche. Klar, das Ding kostet ja um die 95 Dollar und ich wollte einmal gucken, ob das was bringt oder nicht. Ich beam dich einmal zu mir und wünsche dir vorher viel Spaß beim Video. Du bist jetzt ein Stück näher an mir dran. Ich probiere es mal aus. Also, wenn das nicht gleich bewirkt, dass meine Haut smooth aussieht, ich weiß nicht. Also, oh, ich weiß auch nicht, wie viel ich von dem Zeug drauf tun muss. Das kann jetzt leicht viel sein. Ich benutze aber eine Foundation. Ich habe einen Haufen neuen Make-up, den ich nicht kenne, aber um den Primer einschätzen zu können, benutze ich eine Foundation, die ich kenne. Ja, beim Unboxing habe ich dir ja schon gesagt, dass auf meinem Handrücken kaum was sichtbar war, wo ich gesagt habe, hat sich wie eine normale Feuchtigkeitspflege angefühlt und jetzt muss ich auch sagen, macht sie für mich in meinem Gesicht nichts. Außer, dass ich jetzt rot bin. Aber Poren hat sie weder verkleinert noch irgendwie minimiert. Mein Hautbild sieht aus, als hätte ich meinen Glow Booster drauf. Also teuer riecht er auch nicht, dass man sagt, so du zahlst jetzt für die Marke. Schaue ich mal, wie die Foundation ist. Ich habe nämlich einen Haufen neuer Pinsel gekauft, nämlich alle von Scott Barnes. Ich habe ja schon zwei Pinsel mir einmal von Scott Barnes gegönnt und jetzt habe ich mir fast die komplette Kollektion von Scott Barnes geholt, weil ich habe ja den hier, den empfehle ich euch echt wirklich, wenn ihr einen guten Blender Brush, Eyeshadow Brush sucht, das ist wirklich mein Pinsel, zu dem ich immer greife und genauso die Nummer 65, den benutze ich super gern für Konto, der macht das so genial, also und dann habe ich mir halt noch ein paar Pinsel bestellt. Die Preise will ich euch am liebsten nicht einblenden, weil die sind echt arschteuer. Aber blende ich euch ein. Aber ich finde der Primer, der ist ein leicht klebrig, ja. Aber so, wo ich sagen würde, wow, 95 Euro, geht klar, kauft euch den nach. Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, ich gebe den sogar weiter. Weil ich finde jetzt nicht, besonders hier habe ich halt leicht vergrößerte Poren, die mir halt immer ins Gesicht scheinen, die ich immer erkenne, macht er nichts. Also vielleicht sind da so gute Inhaltsstoffe drin, dass man sagt, so muss auf jeden Fall sein. Dann benutze ich meine liebste Foundation, die benutze ich täglich. Das ist die BH Liquid Foundation. Hier ist das die 200 Ivory und das ist ein Ton dunkler. Ich weiß nicht, welcher Ton das ist, weil der Sticker hier unten ist abgegangen. Weil das finde ich halt auch immer problematisch, dass hier mein unterer Sticker ist und man dann nicht so sieht, wie das ist. Also ich kann euch die Farbe mal nebeneinander zeigen. Also die ist relativ fest. Und genau, hier seht ihr auch schon, ist gut fast leer. Und ich habe mir die dann, weil die gerade im Angebot waren, direkt eine nachgekauft, eine Nuance Heller. Das ist hier die 201 und die hatte ich vorher und die war mir viel zu dunkel. Deswegen bin ich einen Ton heller gegangen. Ich mix die und ich benutze dafür den Scott Barnes 68er Foundation Brush. Ich bin schon gespannt, wie der einarbeitet. Also ich liebe es ja, Foundation mit solchen Pinseln einzuarbeiten. Der ist relativ, wie ihr seht, sehr leicht gebunden. Ich benutze am liebsten, also für Foundation-Auftrag und auch für Blenden, benutze ich am liebsten den von Luisa aus deren Pinselkollektion. Da finde ich es halt schade, dass die es nicht einzeln zu kaufen gibt, sondern ihr diesen Foundation-Pinsel, den sie da drin hat, nur in diesem großen Set, ich glaube für 35, 36 Euro bekommt. Und da muss ich ehrlich gestehen, gefällt der mir von Luisa besser. Ganz einfach, weil der sehr harte Borsten hat. Und ich finde, von Luisa arbeitet der Pinsel die Foundation ein bisschen besser ein. Der ist jetzt nicht so meins. Aber
Das geht, aber ich finde für den Preis finde ich den von Luisa echt super, also eine super Alternative zu diesem Scott Barnes Pinsel. Aber ich wollte den unbedingt testen, weil die anderen Pinsel mich schon so überzeugt haben von dem. Und ich habe dann reichlich gespart, um mir den Rest des Setes zu kaufen. Aber ich muss sagen, der von Luisa macht genau den gleichen guten Job. Also der, weil ich finde, der ist halt sehr, sehr weich gebunden. Und mir gefällt das nicht. Luisas ist ein Stück weicher von diesen weißen Borsten. Ist Luisas ein Stück weicher. Und deswegen, ja, er arbeitet die Foundation schön ein. Muss man ein bisschen mitarbeiten. Aber wie gesagt, er macht ein schönes Ergebnis. Das auf jeden Fall. Aber das gleiche Ergebnis erziele ich mit Luisas Pinsel auch. Und ich brauche halt nicht so viel Foundation. Aber das. Wie gesagt, ich benutze sehr viele Pinsel durcheinander, deswegen kann ich sie ein Stück weit mit vergleichen. Aber ich finde, vom optischen her schafft er ein ähnliches Ergebnis wie Luisas Pinsel. Nur mit Luisas Pinsel, also weil ich früher das von Bella aus dem Bella Set benutzt habe und der hat mir so von der Einarbeitung nicht gefallen, aber der arbeitet das ein Stück weit besser ein als Luisas Pinsel, also gleichmäßiger. Bei ihr muss ich immer einen Schwamm mit benutzen. Das ist der Unterschied dazu. Da muss ich immer einen Schwamm benutzen. Und hier müsste ich theoretisch keinen Schwamm benutzen, weil da wirklich die Foundation super eingearbeitet hat. Auch an der Nase herum. Aber der Primer, tut mir leid, Leute, aber tut mir leid. Da sehe ich den Preis echt nicht begründet. Und auf deren offiziellen Webseite könnt ihr den ja für 95, $90 nachkaufen. Sehe ich jetzt keinen. Ich sehe den Wert dahinter nicht. Also er hat wieder irgendwelche Duftstoffe, wo man sagt, der riecht teuer. Er ist nicht in irgendeinem besonderen Füllerkörnchen, wo ich sage, oh, der Preis ist gerechtfertigt. Aber es kann auch sein, dass Glossy Box den abgefüllt hat und dadurch halt dieses günstige Plastik da ist. Deswegen sehe ich den Primer bei mir definitiv weiter wandern, weil bei mir im Gesicht macht er nichts. Eventuell ist er auch Feuchtigkeit spenden, aber ich brauche halt wirklich was, was Feuchtigkeit spendet und auch hier ein bisschen, weil wenn man genau hinguckt, sieht man hier bei mir schon die Poren. Ich weiß, mir kann auf hohem Niveau, aber ich kenne halt meine Haut und ich weiß, welche Primer bei mir funktionieren, weil das Smashbox Primer lohnt sich definitiv mehr als das Ding, aber halt die lilane, nicht die originale Variante, sondern die lilane. Aber so finde ich den Pinsel echt. Ich muss halt hier zwei Sachen anmerken. Erstmal, der ist halt A teuer und wer gerne so einen guten Foundation Brush haben möchte, der nicht allzu teuer ist, würde ich euch echt den von Luisa empfehlen. Also mir gefällt der, der ist auch so ein Stippling Brush. Aber mit Luisas muss ich persönlich immer mit einem Pinsel nacharbeiten. Hier müsste ich das theoretisch gar nicht machen, weil ich finde, der hat echt die Foundation ebenmäßig eingearbeitet. Aber dafür hat er halt auch seinen stolzen Preis. Deswegen würde ich eher wirklich zu Luisas greifen. Aber ich wollte halt gerne mal die Scott Barnes Pinsel sämtliche mal austesten. Viele waren auch schon ausverkauft. Ich verlinke euch mal die Seite. Ich werde dafür auch nicht bezahlt oder gesponsert, dass ich die Pinsel gekauft habe von der Seite. Aber ich verlinke euch mal die Seite, wo es die Pinsel zu kaufen gibt von Scott Barnes. Aber so finde ich das Ergebnis gar nicht so schlecht. Schön ebenmäßig eingearbeitet. So, dann probieren wir es direkt weiter mit der Kontur. Da habe ich von Art Deco neu für mich den Multi-Stick for Face and Lips in der 30. Bisschen zu orangestichig für mich persönlich. Aber wir probieren, ja, seht ihr schon, wie hell das Ding ist. Ja, man sieht's. Weil ich probiere auch den mal damit einzuarbeiten. Normalerweise mache ich Kontur nicht über der Foundation. Aber das ist für mich eher ein Bronze-Ton, wenn überhaupt. Ist echt hell. Wir probieren es mal aus. Aber ich will einfach nur gucken, wie das Stippling Brush das einarbeitet. Ob er jetzt die Foundation wegträgt. Ob er das. Ja, der macht das schön. Nur, dass halt die Farbe für mich definitiv nicht machbar ist.
Aber geht echt zack. Wäre jetzt noch die richtige Farbe und ich würde jetzt nicht aussehen wie ein Kürbis. Aber da fand ich auch bei diesen, wo ich die rausgesucht habe, fand ich es echt schwer. So, und da würde ich euch halt raten bei diesem Madeco-Stick. Ich finde den gar nicht so schlecht. Also gerade für den Alltag, bei mir ist er halt viel zu orange, die Farbe. Kommt viel zu orange raus, weil ich finde im Internet den raussuchen ist echt nicht einfach. Die Farbe grundsätzlich bei Foundation und sowas. Ich gehe am liebsten in den Laden, hab's im Hals alles dann geswatcht, als dann so auf gut Glück zu bestellen und auf gut Glück, man sieht, ich sehe aus wie so ein kleiner Kürbis. Also zu dem Pinsel, der ist mir jetzt wirklich zu flamsig, also zu leicht gebunden. Er macht ein schönes Ergebnis, das ja, aber ich finde, da gibt es echt Alternativen und meine Alternative ist wirklich, mein Go-To-Pinsel ist wirklich der von Luisa. So, ja, ich finde, es sitzt, es sieht sehr orange aus. In Natura nicht so schlimm wie jetzt in der Kamera, aber da muss ich echt sagen, nicht schön. So, das nächste, was ich für euch neu habe, ist von NYX plus Fab Liquid Gold in Highlighter. Und ich muss sagen, oh mein Gott. Also ich glaube, das Ding reicht mir für ein Leben. Schaut euch mal den an. Das ist in so einem leichten Rosé. Oh. Und auf der Haut sieht es so schön aus, auch wenn es so dunkel wird. Und auf meiner Haut ist echt richtig schön. Da benutze ich auch nur das, was auf dem Pumpspender ist. Mach mir nicht allzu viele Tropfen drauf. Verblende das mit dem Schirmchen. Schaut euch diesen. Boah, sehe ich orange aus, aber schaut euch diesen Glanz an. Also, wenn ihr einen richtigen Highlighter sucht, der sich nicht bei euch irgendwo absetzt, dann seid ihr hier genau richtig. Aber ich muss sagen, jetzt auf die Zeit, meine Foundation setzt sich mit dem Primer ab. Also, das tut sie sonst nie. Also, hier sieht man das ganz schön gut. Die setzt sich echt ab. Um die Nase herum. Und ich habe die echt gut eingearbeitet. Ah, hier geht sie langsam ab. Oh-oh. Entweder es liegt am Primer, weil hier setzt sie sich gerade echt extremst rein. Hier geht es noch, aber hier. Dann habe ich neu den Smashbox Studio Skin Flawless 24-Hour-Concealer. Das ist mit so einem Applikator echt praktisch. Ich liebe diesen Concealer. Ich weiß, ich mache gerade irgendwie Schritte durcheinander, aber so ist es manchmal beim Make-up. Ich habe da keine richtige Routine, die ich verwende, aber ich muss gerade echt sagen, meine Foundation um die Nase herum sieht echt gruselig aus. Und dabei habe ich ja echt den Primer verwendet und normalerweise passiert das nicht mit dieser Foundation. Also die Foundation ist so die Foundation, die ich benutze, wenn ich Primer testen möchte. Da passiert mir das eigentlich nicht so schlimm. Ich glaube, es liegt tatsächlich an der Foundation, am Primer, dass die sich nicht überhaupt nicht vertragen. Aber wie gesagt, der Primer ist für mich gar nichts. So. Dann gehen wir weiter mit Puder. Da habe ich auch von Scott Barnes diesen fluffigen, wunderbaren Pinsel. Da verwende ich mein Lieblingspuder. Das ist das Cover FX Puder in Light. Ich puder mich mal schnell ab und bin. Boah, mein Gesicht echt hier knallorange, hier voll hell. Ich puder mich mal ab und bin gleich wieder für euch da. So, da bin ich wieder abgepudert. Ja, die Foundation kann ich nur sagen, ich liebe sie. Den Concealer finde ich gar nicht mal so schlecht, auch wenn er es nicht schafft. Also man sieht, ich verwende halt nicht viel Concealer und dafür geht er. Genau, dafür finde ich den vollkommen in Ordnung, den Concealer, ob er sein Geld wert ist. Das muss halt jeder für sich entscheiden. Ich finde, ich habe den jetzt mehrfach schon getestet, weil solche Produkte möchte ich dir gerne auch
Mehrfachtest, ach schön, zeigen. Also mir gefällt er, er kriecht bei mir nicht in die Fältchen, er hält wirklich, was er verspricht, aber wenn man mehr verwenden würde, theoretisch, würde er auch alles abdecken. Den Art Deco Blush Stick hatte ich 2-3 Mal schon drauf und ich muss sagen, ist bei mir leider durchgefallen wegen der Farbe, weil der bei mir wirklich stark orange rauskommt und das ist echt nicht schön. Den Puderpinsel, der ist weich, der ist fluffig, ein schöner Puderpinsel, schön von der Größe. Aber muss man den jetzt nur haben? Nicht unbedingt, außer man will Qualitätspinsel, weil Scott Barnes Pinsel sind echt gut. Aber so würde ich sagen, ist ein guter Puderpinsel, aber muss jetzt nicht unbedingt in die Sammlung. Der Pinsel muss auf jeden Fall, gehört in jede gute Make-up-Sammlung. Ich liebe das. Das ist der Scott Barnes 65er. Der ist genial. Ich habe immer gedacht, so ich bin nicht der große Freund von starken Contouring, aber dieser schafft es wirklich bei euch, so eine schöne Linie zu erzeugen und das Contourprodukt so zu verblenden, weil ich benutze immer hier von Hatice Schmidt den Bronzing Powder, der schafft das so schön reinzublenden, dass wenn man so von der Seite guckt, man leicht das sieht, aber so von vorne man überhaupt nicht stark sieht, dass man konturiert ist. Genau, da gehe ich immer wirklich so vorsichtig rein und klopfe das nochmal ab und schaut euch das mal an. So eine schöne gerade Linie und der verblendet das auch richtig schön und samt. Also ich finde, dieser Pinsel ist wirklich jeden Penny wert. Ich liebe ihn. Ich benutze ihn im Alltag ständig, weil er das schafft, so schönes Produkt einzublenden und ihr braucht echt nicht viel Produkt. Also das ist so ein Pinsel von Scott Barnes. Damit hat meine Liebe angefangen zu dem Pinsel damit und halt mit dem Lidschattenpinsel. Die hatte ich mir zusammengeholt und die beiden benutze ich täglich. Und ich habe halt noch keinen von der Form her und von der Bindung, weil der relativ fest gebunden ist, keinen gefunden, der wirklich dieses schöne Ergebnis zaubert. Und manchmal gehe ich auch so in kreisenden Bewegungen rein, damit ich das ein bisschen verblendeter habe. Aber ich finde das halt so von der Verteilung, von dem Blending, finde ich den echt toll und man braucht nicht viel Produkt. So, einen richtig fluffigen Bronzer-Pinsel haben die nicht. Ich benutze jetzt von By Terry das Compact Expert Dual Powder in Apricot Glow. Das habe ich auch relativ neu. Hier drin ist er schimmernd und hier außen ist eher so ein glänzender Ton. Ich benutze es manchmal als Bronzer. Das ist auch als Bronzing Puder ausgeschrieben. Aber ich benutze das dann halt gerne und über der Kontur mit so einem fluffigen Pinsel gehe ich einfach so rein. Klopft das Produkt an und gebt das so ganz leicht über die Kontur, um einfach das nochmal so eine kleine Strahlkraft zu geben. Also dafür finde ich das Puder gut, aber ehrlich gesagt würde ich das mir nicht nachkaufen. Ich habe mir das jetzt im Sale gekauft, aber ich finde, das Puder macht jetzt nicht so viel, dass ich sage, yippie, yay, kauft euch bei Terry. Hätte ich mir auch nicht gekauft, wenn es nicht im Sale war. So, für Blush verwende ich von Scott Browns den 66er oder 99er Pinsel und probiere damit mein neues Rodial Blush auf. Ich fand die Farbe so schön und das war halt auch im Sale gewesen. Das ist die Farbe South Beach. Echt so ein schönes, leichtes Rosé, wirklich ganz, ganz zart mit so einem leichten Schimmer drin. Ist es also wirklich super zart. Ich gehe einmal mit dem Pinsel rein. Ich bin schon gespannt. Also es ist wirklich ein... Wer Blush nicht so gerne, also nicht so gerne krasse Blush benutzt, ist hier genau richtig, weil ich finde, der macht so einen schönen Blush-Ton, also so ein schönes frische Kick. Also nicht mal dieses rosa-rot, sondern eher wirklich die Frische ist hier genau richtig. So, dann habe ich noch ein paar Highlighter. Ich weiß noch nicht, welchen ich nehme. Ich habe von Miss Lynn den Glow For It Strobing, aber ich finde, der ist echt sehr glitzerig.
Ich benutze auf einer Seite von Essence den The Highlighter. Ich liebe Essence Blush, der ist auch richtig schön, weil der so einen leichten Sheen hat, aber keine Schimmerpartikel drin hat. Ich zeige euch den mal, der ist hier jetzt. Da ist er und seht ihr, so solch Blush liebe ich. Dafür benutze ich halt den Scott Browns 64er Highlighting Pinsel. Der ist wirklich ein ganz dezenter Alltagsblush und für den Alltag liebe ich den, weil ihr könnt nicht zu viel auftragen, aber ihr habt so einen ganz leichten Highlight drauf und er glänzt. Er schimmert nicht, er glänzt. Und auf der anderen Seite probiere ich mal den Vivid Baked Highlighter von Revolution aus. Und weil der ein bisschen stärker ist. Oh ja, der ist stärker. Aber geht auch. Aber ich finde, ganz ehrlich, persönlich würde meine Präferenz eher zu Essence gehen als zu diesem sehr starken, weil der wirklich dezent ist. Und deswegen würde meine Präferenz dahin gehen. So, ich mache mir eben zack, zack die Augenbrauen. Da habe ich nämlich keine neuen Produkte und bin gleich wieder mit einer neuen Palette bei. So, meine Augenbrauen sind jetzt ein bisschen stärker geworden. Und eine Lidschattenpalette, die ich euch vorstellen kann, wo ich persönlich jetzt eher so zwiegespalten bin, ist die von Tati Beauty. Ich habe sie mir bestellt, ich habe sie ausprobiert und ehrlich gesagt, jein. Würde ich sie mir wieder bestellen? Auf gar keinen Fall. Einfach aus dem Grunde, sie ist viel zu teuer. Sie ist viel zu teuer für das, was sie eigentlich ist. Sie ist eine Lidschattenpalette. Ja, die Qualität von den matten Tönen ist überzeugend. Die sind gut. Ich zeige euch auch mal die Palette. Ihr habt bestimmt schon Reviews darüber gesehen. Die sind echt schön. Das sind metallische und das sind die Glitter und hier sind die Matten und man sieht, ich war schon in den Matten ein bisschen drin, habe ein bisschen mit der getestet, gespielt. Ihr habt auf voller Seite einen Spiegel. Was mich erstmal stört, ist, ihr könnt den Spiegel nicht irgendwie einklappen, sodass er stehen bleibt. Das heißt, wenn ihr tatsächlich den Spiegel nutzen müsst, müsst ihr irgendwohin die Palette anlehnen, so steht der Spiegel nicht. Bei den Glitzertönen war, ich benutze die definitiv nicht in diesem Video, weil ich fange jetzt einfach mal an zu schminken. Dafür benutze ich meinen liebsten Scott Barnes Pinsel. Einfach aus dem Grund, die Glitzertöne, ich habe sie dann zu Silvester benutzt. Und diese Glitzertöne haben sich, ich habe echt gedacht, ich habe eine andere Palette von Tarte, die Under the Sea Palette. Da ist in der Mitte eine Reihe mit Glitzertönen. Mit denen, die liebe ich. Die liebe ich sowas von abgöttisch und die lassen sich so leicht entfernen. Ich gehe jetzt in die Farbe Soothe rein und die lassen sich so leicht entfernen, das glaubt ihr nicht. Das ist wirklich einer, wenn ihr gute Glitzer Palette sucht, dann geht an die Under the Sea Palette. Seht ihr, von der Pigmentierung stimmen die matten Töne, aber halt mit dem Glitzer. Und da würde ich euch die echt empfehlen, die Under the Sea, weil diese Glitzer-Dinger, ich habe einen Glitterglue verwendet. Die haben sich so dermaßen bei mir erstmal in die Augenbrauen abgesetzt, dass ich die kaum abbekommen habe. Ich habe 3 Tage gefühlt danach noch immer, nicht mal gefühlt, ich habe danach noch so stark geglitzert. Und die gingen auch nicht raus, die haben sich richtig inzwischen die Haare so reingesetzt, so stark reingesetzt. Das war für mich das erste Mal, ich kenne das gar nicht. Und dann haben die sich auch beim Auftrag, weil ich rate ja jeden dazu, vorher, bevor du Glitzer verwendest, also wenn du Glitzer verwendest, dann bitte vorher dein Augen-Make-up und danach die Glitzer-Dinger. Und das hatte ich auch gemacht und die Glitzerpartikel haben sich bei mir wirklich gefühlt in die Poren reingesetzt, reingefressen, dass ich die nicht mal mit einem Abschminktuch abgekriegt hat. Also eigentlich habe ich, weil ich kenne das ja von der Under the Sea Palette, das mache ich ja auch so, und da habe ich halt ein Reinigungsprodukt gefunden, womit ich das Glitzer super gut wegkriege. Und das ging überhaupt nicht weg. Das hat sich so dermaßen bei mir reingefressen, dass ich gedacht habe, ach du Scheiße. Ich bin jetzt übrigens in Story drin, also diesen Orangeton. Die matten Töne, ja, die sind super pigmentiert, aber ihr müsst euch vorstellen, ihr zahlt, glaube ich, 45 Dollar oder 44 Dollar plus halt 7
7 oder 8 Dollar Shipping plus nochmal 8 Euro Zollgebühren. Das heißt, die Palette ist echt teuer für das, was sie ist. Wenn ihr jemanden habt, der in Amerika ist und der euch die bestellen kann, also auch für sich selber, weil das Shipping ist dann, glaube ich, kostenfrei innerhalb von Amerika, und der dann euch besuchen kommt und euch dann die Palette mitbringt, macht das auf jeden Fall, weil allein von den matten Tönen lohnt sich das. Aber wenn ihr niemanden habt und euch die mit Shipping und Zollgebühren bestellen müsst, auf gar keinen Fall, da lohnt, finde ich, sich die Palette überhaupt nicht. Weil allein diese Glitzertöne, die haben sich so dermaßen bei mir echt in die Poren reingesetzt, dass ich die kaum abgekriegt habe. Und auch, wo sie die Videos gezeigt hat, dass sie so und bleibt nichts auf dem Finger, das ist so nicht. Also ich habe es ausprobiert, ich weiß nicht, ob es an der Palette liegt oder ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt übrigens in Ritual rein. Ich swatch euch gleich mal ein paar Farben, aber mich hat ehrlich gesagt diese Palette nur von den Matten und von den Sequence-Farben ein bisschen überzeugt. Aber von den Matten, zum Beispiel Poet, kann ich überhaupt für mich nicht verwenden. Da habe ich einmal die verwendet und es sah aus, als hätte ich eine derbste Augenentzündung. So, der geprügelte Waschbär ist da. Ich finde jetzt in der Kamera sieht es gar nicht so schlimm aus, wie ich es in echt fühle, weil in echt habe ich das Gefühl, als hätte mir jemand eins ins Auge und ich wäre gegen Türken aufgelaufen und hätte mir ein bisschen Glitzer aufgemacht. Ich finde, das heißt, ich kann hier auch nicht alle Farben verwenden und dafür finde ich die echt zu teuer und die war halt in aller Munde und ich dachte, ich brauche sie auch, weil ich gerne Tati mag. Und dachte auch, die ist gut, aber dafür, dass ich nur die Matten verwende und davon auch nur 4 Farben, ist das echt zu wenig. Genauso ist es bei den Sequence-Farben, hatte ich auch das Problem, dass die so fluffig sind, also die Schimmerpartikel so fluffig sind, dass sie dann überall sind und das dann nicht mehr gut aussah, ne? Und wenn du dann überall die Schimmerpartikel hast, klar, die sind super von der Pigmentierung, aber man sieht das jetzt auch schon an der Palette. Ich habe die wirklich nur einmal verwendet und meine ganze Palette ist am Schimmern, am Glitzern. Und da finde ich einfach, es gibt genug Alternativen, auch mit, wenn du wirklich eine gute Glitterpalette suchst mit so Glittertönen, da würde ich dir die Under the Sea Palette empfehlen. Die liebe ich persönlich. Also das ist meine Favoritenpalette, was Schimmertöne angeht. Und ich habe sie halt wirklich für Silvester verwendet. Und ich war dann so wirklich am Verzweifeln, weil die teilweise sich schlecht ineinander blenden ließen, es nicht gut aussah, dass ich das einmal komplett einmal runtergenommen habe und dann natürlich das Glitzer überall hatte. Und deswegen ist eine schöne Palette, so macht sie keinen schlechten Eindruck, aber für mich persönlich funktioniert sie leider Gottes nicht. Und habt ihr schon mal so Paletten bestellt, wo alle so gesagt haben, way, yippie, yay, und dann sie doch nicht bei euch funktioniert hat? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. So, ja, und auf jeden Fall, auch wenn jetzt Tati eine neue Palette rausbringen sollte, die Volume 2, weil das ja die Volume 1 ist, werde ich sie mir definitiv nicht nachkaufen, weil das Ergebnis, was ich mit der Palette erzielen kann, habe ich in anderen Paletten. Ich gehe jetzt in die Farbe Story in Metallic, das ist die hier, und gebe sie mir auf das gesamte bewegliche Lid. Ich will gerne so in diesem Orange Fieber drinnen bleiben. Nachkaufen. So, ich mache gar keinen dramatischen Look, sondern so einen einfachen Alltagslook. Ich gehe jetzt auch nicht weiter in die Palette rein, weil ich will es nicht riskieren, dass ich gleich aussehe wie so ein Glitzerbäumchen. Ich swatche euch mal ein paar Farben hier auf die Hand. Die Pigmentierung stimmt, aber halt die Probleme, die ich hatte, habe ich mit anderen Paletten nicht. Ich swatch euch mal auch ein paar Glittertöne hier durch. Also das ist Memory, das kann sich sehen lassen. Guckt euch mal die Pigmentierung an, hier vom Schwarzen her. Und das ist halt die Sequence-Farbe. Ist wirklich so schön. Ich weiß gar nicht, ob das... Doch, jetzt seht ihr das. Echt schön, aber wie gesagt. Und ich zeige euch mal den Glitterton. Seht ihr, ich habe halt noch einiges auf dem Finger und so lassen sie sich echt sehen, aber
gesagt, Poet sieht bei mir auf dem Auge aus, als das ist übrigens Story. Und Poet sieht bei mir aus, als hätte ich so eine starke Augenkrankheit. Und das ist halt. Und hier seht ihr mal im Vergleich mal einen anderen metallischen Ton. Und ja, irgendwie zeige ich euch auch mal Poet. Es ist eine schöne rote Farbe, aber bei mir ausgeblendet sieht es echt aus wie eine Augenkrankheit. Leider Gottes. Wie gesagt, man kann nicht alles im Leben haben und die Palette hat halt für mich leider Gottes nicht funktioniert. Deswegen wird sie definitiv weiter wandern. Ich mache mal meine Pfötchen sauber. So, meine Pfoten sind sauber. Ja, wie gesagt, die Palette hat mir halt persönlich jetzt nicht so diesen... Die gehört in meine Sammlung, wehe wenn nicht, gegeben. Und das habe ich ehrlich gesagt an der Palette vermisst. Und vor allem, dass sich diese Glittertöne sich so dermaßen, die sahen gut aus, aber die haben sich so dermaßen dann später beim Abschminken, auch wenn ich, das ist übrigens ein Geheimtipp, beziehungsweise gar kein Geheimtipp, aber wenn ihr so Glittertöne verwendet, das habe ich, mache ich immer mit der anderen Lissi, dann nehme ich mir ein Stück Klebeband, klebe es erstmal an der Hand ab, damit es nicht so klebrig ist und mache damit dann das Glitter weg, damit ihr das nicht im ganzen Gesicht gehabt. Aber leider Gottes war diese nette Palette, so, dass sie sich wirklich auch hier unten richtig reingefressen hat, in meine Poren reingefressen hat. Das war unglaublich. So, das war jetzt einmal das komplette Video mit den neuen Produkten. Also bei den Scott Barnes Pinsel, wie gesagt, kann ich euch zwei definitiv, das sind so meine zwei heilige Grale, super empfehlen. Das sind die beiden. Also die benutze ich wirklich im Alltag. Und wenn ihr gute Pinsel sucht, seid ihr bei den beiden genau richtig. Ich finde, ich weiß, ich wirke jetzt orange wegen dem Deko-Ding, aber ich finde, der macht so einen schönen Blending mit der Kontur und hiermit könnt ihr euren kompletten Look im Augenbereich schminken. Der verblendet euch, der nimmt so gut das Pigment auf und ich bin kein Make-up-Artist, also ich bin genauso quasi vieles am Testen, vielen, die habe ich übrigens auch von Tati hat sie stark in ihrem Video empfohlen. Und dadurch bin ich zu diesem Scott Barnes überhaupt gekommen, weil ich kenne ihn persönlich nicht. Also auch nicht von YouTube-Videos oder ähnliches. Er ist ja Make-up-Artist. Und deswegen habe ich mir diese Pinsel danach gekauft und die sind echt gut. Also ich finde, den Highlighter-Pinsel braucht man nicht unbedingt. Ist nicht schlecht. Also den definitiv nicht. Der ist für mich persönlich funktioniert der nicht so gut, weil der mir zu hart ist von den Borsten. Da finde ich, gibt es Alternativen für, wie zum Beispiel Luisas Pinselset. Gefällt mir total. Das braucht man nicht. Ich weiß es nicht. Eventuell auch für Kontur könnte der funktionieren. Müsste ich noch ausprobieren. Den Pinsel, wenn ihr Nasenkontur habt, würde er dafür perfekt passen. Von der Form brauche ich jetzt unbedingt nicht. Den Puderpinsel finde ich toll und der ist schön samtig weich. Also den werde ich definitiv weiterverwenden. Die anderen werde ich vielleicht weitergeben. Und genau, das war das ganze Video. Und ich finde es immer so interessant, wie so eine Palette, wie zum Beispiel die Tati. Also die ist ja wirklich in aller Munde und von allen geliebt. Jeder nur positiv zu ihr. Und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, die tatsächlich aus Amerika für mich zu bestellen. Und dann merke ich selber, die funktioniert für mich leider Gottes gar nicht. Also klar, die Matten sind wirklich gut pigmentiert. Die sind super von der Pigmentierung. Aber da muss ich sagen, ich zahle so viel Geld, also mit Versand und Zoll, wo ich sage, für den Preis kann ich mir in der gleichen Preiskategorie oder ähnlichen Farben eine andere Palette zulegen oder von Natasha Denona die Minis, die sind auch super pigmentiert und da finde ich halt, dass die meisten Farben bei mir nicht funktionieren oder viele Farben bei mir nicht funktionieren, das Glitter bei mir überhaupt nicht funktioniert hat, also ich habe es mit Glitterglue versucht, ich habe es auch so versucht und das sei jedes Mal eine Vollkatastrophe und das überhaupt dann vom Gesicht zu bekommen. Solche Probleme hatte ich zum Beispiel mit meiner Tarte Under the Sea Palette überhaupt nicht und ja, ich hoffe, dir hat das Video trotzdem gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben total riesig freuen. Und wenn du dann noch meinen Kanal kostenlos abonnierst, wird es mich doppelt freuen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bye, bye, tschüss, bis zum nächsten Mal.